Also ein wichtiger Teil der Bildung in Ingenieurstudiengängen ist der Aufbau von Handlungskompetenzen im Bereich der Produktentwicklung und Innovation. Und hier hat diese Lehrveranstaltung IP einen ganz wichtigen zentralen Beitrag und bietet den Studierenden durch die Art und Weise, wie das vermittelt wird, optimale Voraussetzungen. Sie arbeiten in kleinen Gruppen an wirklichen Produktentwicklungsaufgaben, die gemeinsam mit Unternehmen entwickelt werden. Und das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Konzept. Basiert ja sehr stark auf Kooperation. Also das heißt, diese Impulse, die man sich da gegenseitig gibt, die sind von enormer Bedeutung für das Funktionieren dieser Lehrveranstaltung und dass man eben die Ziele auch erreicht für die Studierenden, die damit angestrebt werden. IP ist ein Paradebeispiel, also ein sozusagen Leuchtturmprojekt auf dem Gebiet, das auch am KIT und weit darüber hinaus sehr bekannt ist. Sehr gutes Beispiel für die forschungsorientierte Lehre, die wir am KIT für sehr wichtig halten. Denn in IP werden Forschungsergebnisse, wie sie zum Beispiel zur Entwicklungsmethodik oder zu Innovationsprozessen erzielt werden, direkt in die Lehre integriert und umgekehrt profitiert auch die Forschung auf diesen Gebieten enorm von den Erfahrungen, die gemacht werden in der Arbeit mit den Studierenden, wenn sie diese Entwicklungsmethodik und Innovationsprozesse eben erproben. Ein ganz wichtiges Element dabei ist, dass man diese Lehrveranstaltung konsequent immer wieder weiterentwickelt und neue Tendenzen, neue Anforderungen in dieser, sagen wir mal, schnell sich wandelnden globalen Gesellschaft eben auch hier aufzugreifen. Ich gratuliere dem IPEC und allen Beteiligten, die an dieser Lehrveranstaltung integrierte Produktentwicklung teilhaben, ganz herzlich zu diesen erreichten 20 Jahren, die hinter Ihnen liegen, und wünsche einfach für die nächsten 20 Jahre alles Gute.